ab und zu einen Whisky. Mehr gönnt sich Emil nicht. Der geschiedene Mann, Anfang 50, führt ein sehr geregeltes, ja monotones Leben. Er ist ein konservativer Denker. Also ein Beamter, der schon seinen Beruf macht, sein alltägliches, geregeltes Leben hat. Und spießig ist er nicht, erst ordentlich, wollen wir so sagen. Helene? Eines Tages klopft eine junge, hochschwangere Frau an seine Tür. Verdutzt lässt er sie rein, doch hat er überhaupt keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Nein, es ist kein Mann. Wie bitte? Ich habe gesagt, was würden Sie davon halten, mir ein bisschen Geld zu geben? Was meinen Sie mit Ihnen geben? Ja, ich könnte auch sagen borgen, aber du kriegst es doch nicht zurück. Sie hat eben völlig andere Ansichten. Sie benimmt sich auch anders. Das ist alles in seiner Wohnung. Bringt sie so einiges durcheinander, wirbelt ihn auf, hat völlig andere Anschauungen, Meinungen wie er. Und das macht ihn schon ein bisschen, sagen wir mal, nicht nervös, aber es irritiert ihn sehr. Weißt du, was du bist? Ein ganz mieser, arroganter, verschissener Reaktionär? Aber sie hat ja eben ein Problem. Und da der Emil ein hilfsbereiter Mensch ist, entscheidet er sich dazu, also ihr zu helfen. Er kennt aber nicht die Konsequenzen. Dann nimm doch ein paar Aspirin und geh einfach schlafen. Ja, du, ich rufe dich morgen wieder an aus dem Büro. Ja, ich wünsche dir eine gute Nacht. Nein, ich habe dir nur ein paar Küsschen durchs Telefon gesandt.